Hallo zusammen. Gerade habe ich noch eine Mail bekommen von Ralf aus Wuppertal. Er sagt, ich finde eigentlich nie das passende Intro. Und zwar wollte er heute aus dem Buch 100 Hits in C-Dur den Titel Are You Lonesome Tonight spielen. Und er hat auch den passenden Style gefunden in der Gruppe Ballroom, Vocal Waltz. Ja, ich habe mir dann auch mal die Intros angehört. Zu lang passt nicht. Das zweite Intro. Das ginge vielleicht noch. Mein Tipp zu den Intros. Bei modernen Stücken geht es meistens gut, wenn man das Hauptthema des Refrains einfach mal anspielt und dann mit der Strophe beginnt. Und bei so einem Titel wie Are You Lonesome Tonight, da würde sich zum Beispiel empfehlen, die letzten 4 oder 8 Takte zu nehmen als Intro. Ich spiele es einmal kurz an. Das wäre mein Intro und dann kann ich zum Beispiel aus der One-Touch-Setting-Gruppe mit der Trompete oder mit dem Saxophon weiterspielen. Ich zeige es einmal. Ich nutze also lediglich die Einstellungen Vocal-Waltz-Variation 3 und aus der One-Touch-Setting-Gruppe die Vorschläge von Yamaha. Und aufgehört habe ich auch wieder mit dem ganz einfachen Schlussakkord aus Ending 1. Frei nach dem Motto, weniger ist mehr. Versucht es gerne selbst einmal.